wir sind jetzt hier bei Retter-Zylinderkopftechnik und wir haben hier vor uns liegen einen Motorblock von einem Mercedes-Benz G-Modell. Speziell handelt es sich um das Paris-Dakar-Winner-Auto von 1982 beziehungsweise einem originalgetreuen Nachbau, der in Verbindung mit Mercedes-Benz Classic erstellt worden ist. Und hier haben wir also den Motorblock, der ist jetzt schon soweit gebohrt worden für neue Übermaßkolben in 87 mm Durchmesser. Das muss man machen, weil der bestehende Block entsprechende Verschleißschäden an den Laufbuchsen hatte. Deswegen hat man dem Burschen jetzt hier neue KS-Kolben spendiert und die stecken jetzt hier auch schon soweit drin. So soll es im Prinzip auch sein. Der gleitet also haufein hier durch, schön schmatzend. Und wenn man auch noch ein bisschen verkantet, dann bleibt er auch schon hier hängen. Das soll natürlich nicht der Fall sein, aber der hier gleitet also wunderbar. So muss es sein. So, hier kann man jetzt mal in die Zylinder gucken. Hier hat man die Spuren natürlich vom Waschen entsprechend drin, aber so soll es aussehen. Der Block wird dann natürlich entsprechend weiter bearbeitet, das heißt die Deckfläche wird geplant. Und die Gassen werden nochmal geprüft. Die Kurbelwelle selber wird also geschliffen und dann später nitriert und gewuchtet. Dazu haben wir jetzt hier die Pleuel von diesem Motor und hier haben wir auch neue Pleuel-Augen in dem Pleuel drin. Das sieht man jetzt mal hier. Das muss man auch machen, weil hier zu viel Spiel vorhanden war. Und jetzt ist der entsprechende Kolbenbolzen hier gerade mal eingesteckt worden von den Kolben, die wir hier auch in dem Motorblock stecken haben. Und so soll es im Prinzip sein. Also dann gleitet der auch schön langsam hier raus. Ne? Schön schmatzend geht der praktisch durch das Pleuelauge durch. Ja, so arbeiten wir jetzt den Motor Zug um Zug auf. Und der Zylinderkopf ist auch ein originaler AMG-Kopf, den wir haben mit AMG-Nockenwellen. Der wird jetzt entsprechend bearbeitet. Was nicht vorhanden ist, ist das originale G-Modell Saugrohr. Da müssen wir entsprechend ein Saugrohr umbauen, um das eben passend zu machen, dass es in das G-Modell reinpasst. So auch die Platzverhältnisse mit dem Lenkgetriebe, die da etwas beengt sind. Das heißt, das Saugrohr wird also umgeschweißt, die Kanäle entsprechend zu dem AMG-Kopf geöffnet. Ventilführung, Ventile etc. versteht sich, wird auch alles erneuert, Lager werden alles erneuert. Wir berichten also Zug um Zug von diesem Motor und begleiten den Aufbau dann bei uns im Hause. Sehen Sie mir nichts? Alles okay? So, wir haben hier ein Mercedes-Benz Saugrohr von einem 280 SE und das wird umgebaut für einen AMG-Motor, der in ein Mercedes-G-Modell rein soll. Frühe Serie, 80 Jahre. Und das wird also entsprechend umgerüstet, damit das 280er Saugrohr mit entsprechend besseren Leistungsdaten im oberen Drehzahlbereich eingesetzt werden kann, muss entsprechend hier in dem hinteren Bereich das Saugrohr verjüngt werden. Wir haben dabei darauf geachtet, dass die Strömungsverhältnisse noch identisch bleiben. Und jetzt wird die Platte eingeschweißt und danach kann man dann mal schauen, wie das Ergebnis dann später aussieht. Hier haben wir jetzt mal vorgeheftet und jetzt geht's gleich los. Hier haben wir den Blick auch in die modifizierten Einlasskanäle und die Abgaskanäle. Noch nicht ganz sauber, wird aber noch in den weiteren Schritten dann entsprechend bearbeitet. Und man kann hier also gut sehen, die Ventilführungen sind demontiert worden. Natürlich sind die Originalführungen, die drin waren, entsprechend auch von AMG modifiziert worden. Und so sahen die dann entsprechend aus, passend zum Kanal gefräst. Wir haben uns jetzt für eine andere Variante entschieden. Diese ist natürlich auch letztendlich möglich. Aber wir werden die dem Original entsprechend in der Länge beibehalten und hier haben wir sie allerdings konisch gedreht, um möglichst wenig Widerstand oder Luftwiderstand im Kanal dann entstehen zu lassen. Ja, hier kann man jetzt auch mal gucken, das sind im Prinzip die Auslassführungen. Die Einlassführungen sind etwas konischer gestaltet, weil sie an, ich sag mal, etwas weiter unten beginnen.
Der Vorteil hierbei ist eben der Verschleißschutz oder die Erhöhung der Standzeit im Prinzip. Bei den kurzen Führungen übt das sehr lange und doch recht schwere Ventil große Seitenkräfte aus, auch auf die Führung, und reibt die dann relativ schnell aus. Da hier der Motor nicht alle 2 Jahre auseinandergenommen werden soll, haben wir uns hier eben für die bessere Standzeit entschieden. Natürlich wäre es auch möglich, die Führung entsprechend dem Kanal so zu gestalten. Aber wie gesagt, hier gehen wir andere Wege. Und jetzt werden die Führungen dann entsprechend in den Kopf eingesetzt und dann werden die Sitzkonturen gefräst entsprechend und so der Kopf dann Zug um Zug weiter bearbeitet. Wir bleiben am Ball und berichten. So, jetzt ist unsere Ventilführung drin. Und das gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Das kann sich also durchaus sehen lassen. Hier haben wir jetzt also die konisch gestalteten Ventilführungen im Einlassbereich. Und im Auslassbereich hat man gesagt, lassen wir sie auch bewusst ein bisschen länger. Ne? Und drehen sie aber auch konisch entsprechend, damit wir eine bessere Umführung haben und die Gase besser strömen können. Aber trotz alledem haben wir eine gute Wärmeaufnahme. Das Ventil ist geschützt im Abgasstrom. Hier geht es also zugunsten der Standzeit. Ne? Und der Leistungsverlust dabei ist marginal. Steht hier nicht im Fokus. Jetzt haben wir den Motorblock erstmal lackiert und soweit vorbereitet. Hier haben wir die aufgepeppten Seitendeckel und Kurbeltriebdeckel mit drin. Und jetzt werden wir dann morgen damit beginnen, den Kurbeltrieb entsprechend einzubauen, vorzubereiten. Ölpumpe ist auch soweit erneuert bzw. neu beschafft und dann wird der Unterbau erstmal zusammengesetzt. Später kommt dann der AMG-Kopf eben mit drauf. Hier sehen wir jetzt also den Block, der ist gebohrt auf entsprechende weitere Übermaßkolben. Die Lagerschalen sind schon montiert. Die Lagergasse ist entsprechend geprüft worden, dass hier alles linear ist. Hier haben wir den Blick jetzt auf die überarbeiteten Seitendeckel, auf die geprüften Pleuel. Die sind also entsprechend ausgewinkelt worden. Die Pleuelbüchsen sind erneuert. Ne? Das kann man jetzt hier auch ganz gut erkennen eigentlich. Hier haben wir unsere Kuppelwelle, die ist jungfräulich, muss man sagen. Also wir haben die jetzt frisch geleppt, die ist geprüft worden, auf Schlag geprüft worden, hat also eine Rundlaufprüfung hinter sich. Alle Lagerstellen sind entsprechend vermessen worden und das ist nahezu Neuzustand, kann man sagen. Und dementsprechend muss auch nicht in irgendeiner Form nachgehend behandelt und bearbeitet werden. Hinzuzufügen ist vielleicht auch, dass wir die Kurbelwelle natürlich gewuchtet haben. Die ist also gewuchtet mit Schwungrad, mit Kurbelwelle bzw. mit Riemenscheibe. Also alles, was dazugehört, ist mit gewuchtet worden, Kupplung mit da drauf. Und insofern hat der Kunde da jetzt erstmal sichergestellt, dass keine unangenehmen Schwingungen im Bereich der Drehzahlen, die er auch später dann nutzen wird, vorhanden sein werden. So, jetzt haben wir hier unsere 280GE. Kurbelwelle eingebaut im Motorblock und wir drehen jetzt mal mit zwei Fingern und Sie sehen, das ist also problemlos möglich. So sollte es dann auch sein. Die schwimmt natürlich jetzt auch auf dem Ölpolster und das Ganze natürlich mit dem entsprechenden Laufspiel, wie es von Mercedes-Benz vorgeschrieben ist und vorgesehen ist. Also das ist ein perfektes Ergebnis. Jetzt haben wir hier die montierten Kolben. Wir gucken hier in die Zylinder rein. Wir sehen also hier die geplante Blockfläche und hier auch die Kolben und die Zylinder. Hier vorne guckt uns schon die neue Steuerkette an mit den neuen Gleitschienen entsprechend. Und wir gehen mal um den Motor drumherum. Also man kann hier jetzt die gesetzte Kuppelwelle sehen. Die ist jetzt auch im Prinzip fertig eingebaut. Pleuel sind natürlich logischerweise montiert. Alles auf Drehmoment angezogen, so wie es sein soll. Und na, ich würde sagen, das Ganze wächst jetzt zusammen. Jetzt werden natürlich die restlichen Bauteile im Kurbeltrieb instand gesetzt bzw. ergänzt wie Ölpumpe und so weiter. Das wird jetzt auch alles hier dran an den Seiten angebaut. Alle Anbauteile kommen hier soweit dran und dann wird der Zylinderkopf montiert. Und gut, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, dann nähert sich das ganze Projekt so langsam dem Ende und der Motor wird soweit vorbereitet sein, dass er wieder verbaut werden kann. Hier haben wir die Ölwanne liegen, die dann später wieder zum Einsatz kommt für das G-Modell. Entsprechend vorher war ja eine aus der S-Klasse drunter montiert. Das sieht jetzt hier dementsprechend etwas anders aus, aber
Es kommt zusammen, was zusammen muss. Die Nockenwellen hier sind ja auch von AMG und haben spezielle Steuerzeiten, die mit der Serie nicht zu vergleichen sind. Diese hier werden entsprechend mit einer Messuhr justiert, die Steuerzeiten. So, das macht hier unser Spezi für die alten Mercedes-Motoren. Und ja, so wächst jetzt langsam alles zusammen. Ein paar Dichtungen müssen wir selber anfertigen. Die gibt es im Moment tatsächlich nicht zu kaufen. Auch von Mercedes-Benz selber nicht. Wenn die Steuerzeiten fertig sind, dann kommen die Resti-Ventiltrieb-Bauteile rein. Hier sieht man, einer ist schon hier drin. Das heißt, die Hebel kommen rein, Ventilspiel muss justiert werden. Und wir gucken uns auch mal das umgeschweißte Saugrohr an. So, das ist jetzt soll in das G-Modell praktisch ein Saugrohr von der S-Klasse rein. Das ist ganz anders dimensioniert. Und damit das reinpasst und sich am Lenkgetriebe nicht beißt und stört, ist das hier entsprechend von uns umgeschweißt worden. Das heißt, hier die ganze Fläche ist normalerweise hier gerade rübergehend. Das haben wir jetzt abgefasst, geschrägt und geschweißt. Und so sollte das Saugrohr eigentlich dann hier in den Mercedes passen. Ja, also jetzt warten wir das Ergebnis erstmal ab. Wenn hier dann soweit ventriltriebseitig alles fertig ist, dann wird der Motor geschlossen und dann werden die ganzen Anbauperipherieteile entsprechend komplettiert und dann nähert sich das ganze Projekt so langsam dem Ende. So, es kommt so, wie es kommen musste. Ganz klar, der Motor wächst immer weiter zusammen. Wir können das nicht verhindern. Wir wehren uns mit Händen und Füßen, aber es wächst und gedeiht und so soll es auch letztendlich sein. Also, hier noch die Reste von unserer Öldruckprüfung. Auf der anderen Seite werden jetzt gerade die Lichtmaschinen und Anbauteile installiert, wie man das hier soweit sehen kann. So, wieder drehen wir mal eine kleine Ehrenrunde um den Motor, der so langsam zusammenwächst. So, das sieht doch mal gar nicht so ganz schlecht aus. Hier haben wir das fertige Ergebnis. Der Motor des 280 GE AMG ist fertig. Jetzt kann der Kunde den im Prinzip abholen. Das Saugrohr ist soweit montiert. Die Kurbelwelle wurde hier mit Kupplung und Schwungscheibe alles gewuchtet. Das ist auch nochmal markiert worden, damit der Kunde nicht, falls er in die Situation kommt, die Kupplung nochmal abzumachen, dass er da einen Fehler begeht. Ansonsten kann der Kunde den jetzt übernehmen und praktisch vorbereiten für den Einbau in sein Fahrzeug. Ja, das war's von Red Hat Zylinderkopftechnik und Motorentechnik an dieser Stelle. Wer Fragen zu solchen Themen hat, kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Und ansonsten würde ich sagen, nutzen Sie das schöne Wetter, genießen Sie den Tag, Gruß in die Welt. Bis dahin, ciao.